Wir nehmen jetzt an der Veranstaltung teil. Okay, Wettrenner. Ich bin dazu heute wirklich nicht in der Stimme. Es könnte sich zum Positiven verändern. Checkt es hier jemand? Das ist wahr. Guten Tag. Guten Tag. Immer zu spät, nie immer die gleiche Geschichte. Das ist wirklich... Ja, es ist nett. Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Haben Sie schon... Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von seinem Hund gebissen wurde. Uff. Das ist wahr. Hörte Danke. Hi. Ja, was willst du denn? Guten Tag. Haben Sie schon... Ich sehe nicht mal mehr... Gute Entscheidung. Das überrascht mich nicht. Du bist... Was ist los mit dir? Redest... Sehe ich so aus, als ob Voll es mich geil. Interessiert? Ja, okay, Sportveranstaltung, ich bin jetzt hier, was machen wir? Guten Tag. Guten Tag. Ist dein Leben. Bla. Danke. Hi. Guten Tag. Amen. Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern. Danke. Darüber nicht sicher sein. Ja, kann man das doch? Das dachte ich Guten auch Tag. Gerade. Guten Tag. Das dachte ich auch gerade. Ich dachte wirklich, dass ich das jetzt... Das ist... Ja? Das überrascht Lust. Mich. Absolut. Das überrascht mich nicht. Okay. Hi. Guten Tag. Das ist wahr. Hörte es im Fernsehen. Mir geht es sehr gut. Das erzählen Sie uns. Ja, und jetzt? Was müssen wir machen? Es könnte sich zum Positiven verändern. Es könnte sich zum Positiven verändern. Ich da sage nicht. Ich nur... Leck mir am Arsch. Versprecht. Kennt mir mal, macht doch was ihr wollt. Halbe Stunde länger im Bett bleiben. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Ach, das ist ein Drohnenwettbewerb. Ach, scheiß drauf. Ich fahr heim. Was ist eigentlich die Aufgabe? Hä? Ich bin jetzt zu doof, ich fahr heim. Da fliegt eine Drohne. Sieht aus wie ein Vogel, aber es ist eine Drohne, glaube ich. Ach ja, manchmal. Heute nicht wieder rechts. Okay, dann kommen wir gleich direkt nach Hause. Das soll mir auch recht sein. Freakstar. Ich meine, dass man da nicht irgendwie. Gut, wahrscheinlich braucht man schon eine Drohne selber und dann kommt man sagen, hey, ich will teilnehmen. Aber ehrlich gesagt, mwah. Wir sind erstmal heim. Komm eigentlich noch. Im Agrarfachgeschäft. Ein bisschen schneller daheim, also fahren wir kurz mit dem Auto ran. Ich hoffe, da noch offen. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Komm, Baby, zieh. Dann müssen wir den immer sauber machen. Der links, das sehe ich uns auch schon. Nee, das ist der Händler. So rum. Ist der Händler da? Dahinter ist unser Haus. Komm ich hier schon mal lang. Wir müssen hier am See lang tuckern. Hi, Sporn. Wir sind Sporn. Storch. Ja, da kommen wir durch. Jetzt können wir umflügen. Scheiß drauf. Wir haben es eilig. Geschäftsmann, ne? Verdienen unser Geld damit. Eieiei, was für eine Gummipiste, du. Scheint wir uns im Depot entnutzen können. Aber vielleicht kommt es ja noch. Mal gucken. Tipp, 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 tipp. So, stopp! Auf mit dem Laden. Mach auf, schnell. Go. Ich Zombies komm. Lass ihn jetzt gerade mal dran, ist mir egal.
Mal auf der anderen Seite gleich wieder raus. So, Delle. Zuskader. Achso, das hat der Güllewagen, stimmt. Da lang müssen wir. Also meines Wissens nach müssen wir da lang. Genau, der nächste rechts und dann links. Er ist noch richtig im Kopf. Hucha. Nee, nicht die links. Das andere links. Das, was jetzt kommt, links. Kommt vor allem ein LKW, ein Träger ums Eck. Ratsch! Unfall! Ah! Ja, schlecht. Da können wir gar einen Hörschalter. Da frisst einen Haufen Spritterbock. Ja? Ich sag's dir, das sind nur Fragen, ne? Beträgt auch so eine Umdrehung, Mann. Alter, Vater, du. Wen kommt hier vor, Mann? Da fährt man zum Benziner, aber bei 3000 Euro, denk mal, da war schon gesagt. Digga, schau dann Gang hoch, das muss ich. So ein Bullshit, ey. Mag wirklich Scheiße. Im Park ist direkt vor der Tür, wir haben es eilig. Bin gestresst. Mag auf. Tiere, Dünger. Ne Kuh. Kuhfutter braucht man nicht. Haben wir ja. Noch eine dritte, vierte Kuh. 2000. Ja, gönnen wir uns. Katze haben wir schon eine. Tauben, weil sie mit anfangen soll. Kaufen. So. Interagrargeschäft. Gelagert Mais, Raps. Zwei Tonnen. Der kauft immer tonnenweise ein. Ach so. Ja, zwei Tonnen reichen dann erstmal. Gut. Haben wir so ein ganzes Gewitter rausgebolzt. Kann ich im Anschluss dann raushauen. Sobald wir die Felder geerntet haben. Pflanzt man nicht Raps an, bringt mehr Kohle. Bei Futter haben wir erstmal, nachdem der Raps angepflanzt wurde, kommen wir dann her und machen wieder Weizen. Dass wir im Gegenzug wieder Kuhfutter kriegen. Ich bin schade, dass wir die Kühe. Vielleicht kommen die Kühe sogar benennen. Müssen wir kurz gucken. Weiß ich gar nicht. Kann schon schnell hinfahren und gucken, wie es Emma und Pebbles geht. Ich nenne sie jetzt mal Emma und Pebbles. Eieiei. Warte, wir brauchen kurz aus der Perspektive. Weil ich kann leider nicht ganz nach hinten gucken, schon würde ich gerne rückwärts reinfahren. Da bin ich dumm. So. Hallo? Dankeschön. Hi. Möchte ich mir irgendwas bei euch kümmern? James? Ach, Carter James! Ja, Brudi, was geht? Jetzt weiß ich auch, wo du bist. Was produzieren die eigentlich? Ich werde jetzt nur mal fragen, ne? Klar, die produzieren Eier, aber ich muss von denen irgendwo Milch herkriegen. Kann man euch melken? Ich werde nur fragen, ne?
4 Kühe im Besitz. James die Katze, interessant. Dann gehen wir morgen mal. Gibt's hier eigentlich wieder Aufträge jetzt mal? Wahrscheinlich jetzt alle in der Veranstaltung sind die Pissbirner. Sister, ich sollte mal schauen. Ob's noch, wie ich das hinkriege. Mit den Sachen zu transportieren, ob ich da wirklich so einen komischen LKW brauche, was dumm wäre. Also für dich zumindest ein bisschen. Ich glaube, nachwachsen tut hier nichts. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube nur, dass ich manchmal so ein paar Sachen vergessen habe. Ich glaube, bis das alles wächst, dauert es ewig, ne? Schon krass, ich kann mir eh nicht umernten, das weiß ich. Die Erfahrung muss ich ja schon machen. Vor allem auch schon im Sommer Rasenmäher und alles. Ach ja. Abgesehen von den Schwarzanschalter. Das ist jetzt weniger, wobei es auch beim Schwarzanschalter. Ich auch nicht. Jetzt sind wir mal auf die Idee gekommen. Da komm, ich bin Rasenmäher. Der ist nur, nee, das ist scheiße. Der ist jetzt scheiße, das wollte heute Rasenmäher. Also manchmal mit dem Blink mit und vor allem so nach einer Runde, oh, das ist voll toll. Ich dachte halt auf die Fresse. Absoluter Hammer, du. Ist ein Archiv mehr, dass wir das ganze Unfall eigentlich entfernen können? Weil wir hätten, haben sollten. Ja, damit es ein bisschen ordentlich aussieht auf unserer Farm. Vielleicht machen wir es auf der ganzen Map noch, so mega Secret Achievement, wäre geil. Das Tor für zum Fick. Mach mal zu, Mann. Schau, übel. Sag auf die Tür oder was hier? Mann, 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 du. Glaub, ich glaub's nicht. Okay, glaub jeder, das ist was hört so mit meinem Fake-Hamburger Dialekt hier. Fuck! Ich sag nur so Boogie, 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 ne? Ob du dumm bist. Aber irgendwie müssen wir halt auch Geld verdienen, aber ja. Ja? Deswegen würde ich mich als Rasenmäher hier, ja, Gabba? Ich will nur einen Bienenstock ausstellen, ich würde eigentlich ganz mal. Ich habe mich aber mal gekümmert, ne? Ich frage ihn nur mal. Ja, da waren wir schon fleißig mal eingesammelt. Okay. MC Hahn ist an der Haus. Das passt. Bude steht. Im Grunde geht es eigentlich nur. James, Boy. Bist du da? Scheiße, wenn du nichts anstellen kann. Finde ich ein bisschen doof. Na, gucken wir mal kurz nach. Unsere. Ah, Strohballen, okay. Ach, da können wir da Dings aufstellen, okay. Pflanzen hier. Werden alle langsam, sehr schön. Freut mich. Ach, mit rechtsklick sehen wir, wo Äpfel sind. Ach du Schande. Machen wir einen Haufen Ernte. Können alle mit zu unserem Grundstück, ne? Finde ich es aber sexy, weil es wäre sonst echt übel. Kann man das Spiel echt leicht übersehen. So, machen wir die Apfelernte kurz. Ist ja praktisch, was rechtsklick uns alles so offenbart.
Ach, da ist auch noch einer. Guck mal. Dann nehmen wir die gerade mal auf. Und verarbeiten die. Und dann haben wir daraus nicht. Aber da ein bisschen Geld. Na? Speedrun ist on point. Weil unten hat es auch noch. Okay. LOL. Ja, jetzt ein paar Apfelbäume hast, ne? Schon sexy. So, da ist nichts mehr. Njam, 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 njam. Hier noch ein paar. Hier noch ein paar. Gut, Vogelscheuche, das machen wir. Das ist so, so nice to have Teil dann, ne? Wenn man einfach ein bisschen zu viel Money hat für den Case. Jo, ist okay. Wie viele Äpfel haben wir denn gleich? Meine Güte, ist ja viel. Mach gleich Mosch draus. Auch Apfelschnaps, war auch was. 76, Mahlzeit. So, Tür auf, Tür zu. Apfelschnaps on point. Geld, James. Klopf, klopf. Ja, Chicks, chillt. MC Hanisch in der Haus, der passt auf jeden Fall auf. Apfelmus. Sonst können wir da nichts herstellen. Melone haben wir noch keine, Eier auch da. Melone werden wir eine ganze Weile brauchen. Apfelmus, bitte. Upsala, bin schon voll. Kann er noch mal essen, wenn er schon... Ja, das geht. Ist das dumm. Dass er sie überfressen kann im Grunde. Wir gehen kurz dann zu meinem Händler da hinten, ne? Und verkaufen den Scheiß. Da guckt's zwar jetzt auch mal aus, sehr schön. Ich hoffe, der ist noch da. Oder hat er schon Feierabend gemacht, der Fauli? Ne, da ist er. Moin. Schön, Sie zu sehen. Kann handeln. Lust, klar. Ich würde auch mal so 10 Stück Pall da. Kochbuch, Eier, ah, ja, Hammer aber schon. Die Angel wäre halt toll für 275. Frage ist halt, ob man da wirklich auch angeln können mit. Angelrute plus Teich gleich Profit. Hm. Das sieht doch gut an. Testen wir mal. Ich meine, von aus, es wird ein Angelteich sein, ne? Ich glaube, es dauert noch ein bisschen ein Beißer. Brauchen wir eigentlich Köder? Eigentlich ja schon, ne? Macht sich das Spiel merksam, wenn da was angebissen hat? Oder bemerkbar, so rum? Fang den Fisch. Wahrscheinlich muss er im mittleren Bereich bleiben, aber habt ihr mal. Echt? Hat das? Oh, tatsächlich, cool. Fisch. Läuft. Flieg und Sieg! Kann man ein bisschen Zeit damit vertreiben. Oh, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Flieg und Sieg! Ich wollte eigentlich nach der Uhrzeit gucken, aber okay. Los, Fischi, speist an.
Ah, wichtiges Detail. Die Schnur legt sich aber und erhebt sich. Ich glaube, wir dürfen nicht über den Bereich kommen. Ich bleibe einfach mal mittlerer. Wir haben aktuell gerade nicht die Möglichkeit, die finanzielle, um uns das zu erlauben, dass wir einen Fisch verlieren. Tada! Fisch! Ist der gleiche. Jut, jut. Sehr schön. Funktioniert also. Und dann können wir jetzt gucken wir mal, ob wir den anbraten können. Muss am nächsten Tag mit den Kühen anstellen. Vielleicht gibt es da lecker Hackbraten. Wer weiß. Buggy! Mann Spaß. Natürlich Rindersex. Buggy! War noch kein Fischrezept. Scheiße. Wo waren wir denn? 1921. Ja, war 20. Kann ja halt hier nichts machen, ne? Ein Babybett, das ist ein Gästezimmer, glaube ich. Ach, Vorhang weg, das ist ja gerade hässlich. Muss mal ins Bauhaus gehen. Das ist nochmal ein Gästezimmer. Sag mal, mache ich ja Gaststätte. Ist egal. Schlafen. Soll ich mal ausruhen, oh Junge? Was mit den mit den Kühen? Kühe sind Gebäude, ja, sag ich ja. Erstmal zu den Kühen. Yo, Ladies! Ach so. Okay. E drücken. Spam R. Okay, das ist schlechtig. Kann ich da nicht irgendwie Leute einstellen, bitte? Nee, Baby, du musst erhalten. Drei Milch, nice. Chicks, ihr seid dran. Lalala, ja, meine Kleine, ja, gell, putti, putti, putti. Beschweren sie wieder, ja, klar, von denen. Ich glaube, ich kann den Hühnerstall irgendwann noch ausbauen. Wie hat es mal keine so gehabt in der Bericht? Man soll die nie vor 10 Uhr rauslassen, sonst kann man mit Eiersuche gehen. Oder erst ab 10 Uhr rauslassen. Auf Eiersuche gehen. Natürlich, also für was Freilandhühner betrifft, ne? Käfighaltung ist eher sie. Überzeugt für die Eier mehr. Schodele! Dosenmilch! Wie viel Milch haben wir? 9. Okay, wir stellen jetzt 1:1. Ja, gut, das wollte ich wissen. Fischaromaöl. Dann Dosenmilch und die Eier geht so parallel. Leider nicht. Schade. Behält er das so bei? Ne, müssen wir da frisch machen. Auf. Stellt euch mal vor, wir müssen daherkommen und wie viel Futsch jetzt noch drin? Boah, okay, 8 Tonnen. Ja. Futter selber Hersteller. Gut für die Hühner, das haben wir jetzt gekauft. Das war jetzt eine Sache, aber die produzieren nicht mehr gut Geld. Rex. Hä, was ist denn los? Was ist los, Hundi? Kann mir nichts anfangen, tut mir leid. Weißt du, was mit Rex schön, ist? Sie zu sehen. Handeln. Nicht klar.
Was kriege ich für eine Dosenmilch? Immer das gleiche bei dem? Echt jetzt? Okay. Fahren wir dich mal, was der Alte von uns hat. Hast du überhaupt noch was gekauft? Feine the best deal, aber aktuell? Why not? So, geht's jetzt wieder Missionen. Transportmission. Flüge des Feld. Kann ich beim Arschläger? Liefere 30 Tomaten. Kann ich nicht. Hab keine. Reparieren Gebäude. So sieht die Welt schon besser aus. Reparieren ist immer noch dabei. Vielleicht lernen wir da was Neues dabei. Verspachteln der Hauswand. Wir müssen aber erstmal, bevor wir das Gebäude reparieren, kurz noch nach unserem Gewächshaus schauen. Dieser wunderbaren PNG-Wand da angucken. Das ist eine Hundehütte. Ich glaube, wir könnten einen Hund angucken, wie es aussieht. Schauen, ob wir genügend Wasser haben. Bis da mal Früchte rauskommen, ne? Dauert ja ewig, alle. Scheiß du. So, wenn wir schon Gebäude reparieren fahren, können wir anschließend die Transportmission machen. Zwei Kilometer. Vollgas! Wir haben keine Zeit. Ich höre die Musik, wir müssen Gas geben. Dip, 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 dip. Halt, andere Richtung, da lang. Feuer, Feuer! Yo, da hebt der Kahn ab, du. Wir folgen jetzt einfach unserem Instinkt und dem Straßenverlauf. In der Hoffnung, dass wir keinen Scheiß am Fahren. Das ist dumm. Ja. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Split? Split? Ich hab ein Split hier. Scheiße. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Hat 280, okay, passt. Links frei, rechts frei, durch geht's. Wir können den Feldweg ja lang, müssen ja bauen, wir dürfen das. Weiß ja schon. Ah, Feldweg, das ist richtig eigentlich. Ist schon ein ziemlich feldiger Weg. Da geht echt ein Weg lang, Krosch. Haben wir vorhin irgendwie am Gaumen aber links erwischt. Irgendwie verbrannt oder was aufgeschnitten, keine Ahnung. Irgendwas. Mal aber gemacht. QQ. Wenn wir irgendwo Pilze finden, sollten wir die aufheben. Puh, das war aber knapp. Schöne Laterne geblieben, du. Das wäre ein Sachstand. Wäre nicht geil, wenn da Fahrzeugstand drin wäre. Wobei. Ich glaube nicht. Ich dachte, war schneller. Ist das eigentlich klug, wie ich fahre? Nee. Ich soll dem Straßenverlauf da folgen, was sinniger. Da komme ich nur auf so ein Plateau heraus. Wäre bestimmt auch mal cool anzuschauen, aber jetzt nicht. Später. Wir haben nicht schon 7.10 Uhr, ne? Halber Tag schon rum. Kein Geld verdient. Oh, das lohnt sich aber auch. Ist es ist die Mühle von den einen, die mehr für den Weizen zahlen. Das rechnet sich aber vom Fahrtweg aktuell nicht. Viel zu weit weg für uns. Wenn wir natürlich eine Maschine haben, die schneller ist, dann ist es was anderes. Oder wo wir mehr transportieren können, das ist auch okay. Aber es muss aktuell erstmal ein Verhältnis sein. Ja gut, der Punkt ist jetzt ganz optimal gesetzt. Ah, ich sehe das Objekt schon. Hallo. Lasst uns reden. Guten Morgen. Hi. Hier. Ja. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment. Was? Das Lüge, du? Tag. Guten Morgen. Ja, nix da. Kann hier. Ich Ihnen... Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du?
Boah, ja. Hört sich okay. Gut. Bisschen schäbig für das bisschen Geld, aber okay.